spezielle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? So. Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Mhm. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Muss ein Glückspilz sein. Was habe ich doch für ein Glück. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Okay. Mhm. Ah, Analyse läuft. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Verdammt! Ja, beeindruckend. Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ah, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Gar nicht. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Schmerzen minimieren. Na. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Das war in der Testphase, oder? Weißt du nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Na, klasse. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Na. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. So, also, was genau passiert mit mir denn? Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn, kann ihn sehen und mit ihm reden. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt absolut. Du bist echt ein verdammt sturer. Keiner von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Ja. Gut genug davon. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. So, her damit.
Ja. Da sind wir mal gespannt, was mit unserem Kopf passiert. Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Oh. Hm. Was hast du mit ihm vor? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Na, dann viel Spaß, ihr zwei. Wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Hm? Diese Wichser. Okay. Verrätst du mir jetzt etwa deinen Masterplan zur Vernichtung von Arasaka? Nein. Ich verrate dir, dass ich Söldner verachte, die sich für den heißen Scheiß halten, weil sie einmal im Afterlife waren. Du glaubst, du hast Arasaka überlistet, aber du bist nur ein Insekt, das sie sich vom Schuh gekratzt und auf einer Müllkippe entsorgt haben. Na super, nett. Ich bin weg. Bis dann, Kumpel. So. Da ist er weg. So. Fahrzeug kaufen, 49.000. Also ein bisschen viel. Der Schrotthaufen ist im Arsch. Oh. Gut. Aussteigen. Und dann ab in die Stadt. Ja. Ja, dann wollen wir mal schauen, was uns jetzt noch erwartet. Ja. Lesen. Okay. Wenn ich stehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will, aber scheiße, bin ich wirklich frei, wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil ich alles so war, wie ich das wollte, dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Okay. Hm, total hilfreich. Sag mal, nächstes Mal doch einfach, dass es dir am Arsch vorbeigeht. Nö. So. Avi. Hast du dich mit Rogue versöhnt? Geht so. Warten wir es ab. Also habt ihr alles geklärt? Momentan gehen wir uns aus dem Weg. Du hast mir nur recht. Keine Probleme. Mit Kang Tao. Bisher nicht. Haben noch eine Patrouille zur Tanke geschickt. Aber sie sind überzeugt, dass die Ruffen den AV runtergeholt und Helmans Wachen angegriffen haben. Der Typ von der Tanke bleibt bei der Geschichte. Also sind wir fürs Erste sicher. Oh. Bleibst du bei den Alde Kaldos? Was meinst du? Die Alde Kaldos. Gehst du zurück? Der eine Teil von mir will nur die offene Straße runterheizen und nie zurückblicken. Andere Teil von mir will bleiben, aber im selben Raum wie Saul. Ich weiß einfach nicht weiter wie. Du hast Freunde da. Keine Freunde mehr hättest. Was ist mit Mitch? Ich weiß, aber okay. Vielleicht erzählst du mir, dass keine Familie perfekt ist. Damit hättest du sogar recht. Aber ich will mir selbst treu bleiben und rausfinden, was ich will und wovor ich Angst habe. Wir sehen uns später. Bald wie. So.
Mit Takemura treffen, das sind ja noch ein paar Kilometer. Ich weiß nicht, warum da immer noch der Filter über dem Bildschirm hängt, wo ich den Blocker genommen habe. So. Aber ist ja scheißegal, also kann ja mal passieren, ne? So. Ups. Einfach mal so ein ganzes Auto aus dem Weg geschmissen. So, noch 900 Meter bis zu den Docks. So. Ups, sorry, wurde ein bisschen abgedrängt. Wei. Also diese Bildfehler gehen mir gerade auf den Sack. Ja. Was ist denn jetzt schon? Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Worum geht es denn überhaupt? Was ist so heikel an der Sache? Das sollten wir persönlich besprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Können wir uns treffen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. So. An die Absperrung lehnen und warten. Na, hoffentlich kommt er jetzt bald. So. Etwas später. Schön, dich zu sehen. Na? Ist ziemlich ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Wo ist dein Freund? Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Ja. Oder er wirft uns den Hund zum Fraß vor. Und was, wenn uns Hanakos kleiner Botenjunge verpfeift? Das würde er nie tun. Er ist ein Mann von Ehre. Genau, weil es bei Arasaka von solchen Typen nur so wimmelt. Ja. Du verwechselst wahre Ehre mit der belanglosen Moral, nach der du lebst. Ja. Und Auto. Sonst ist er nur getarnt unterwegs. Ja. So ist die fahren hier wie die Bescheuerten. Ja. So. Können jetzt mal diese Bildfehler mal aufhören? So. Was kommt jetzt? Ah. Oh. Takemura-san. Oda. Ist er das? Dein Dieb? Er ist mein Zeuge. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Ich war da, gesehen, was passiert ist. Yorinobu hat den Alten erwürgt. Ruhe. Kein weiteres Wort. Doch, hat er. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment? Nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. So. Ich habe einen Zeugen für den Mord. Du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Nee. Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Na super. Worte wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich... Dauert das noch lange? Dauert das noch lange?
Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama deinen Kopf bringen. Dann schätze dich glücklich. Oder? Was? Der Typ hat für die Machtübernahme von Arasaka seinen eigenen Vater getötet. Interessiert dich das oder nicht? Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Also gut auf, mein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Klasse, oder? Tolle Familie. Wer soll sich verpissen? Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Das hätte nie gut gehen können. Und doch haben wir einen kleinen Erfolg erzielt. Ja, super. Interessant. Ich habe keinen gesehen. Wie meinst du das? Ja. Oder sagt, nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Na wir super. Irgendwie an Hanako-sama herangehen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Ich kenne genau die richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jig-Jig Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Jo. Super. Kommst du mit? Ich komme alleine. Danke. Ich treffe dich dort. Ja. Vorher muss ich mich einer anderen Sache widmen. So. Haben wir jetzt mal bald oder was ist hier los? Es kotzt mich jetzt richtig. Also das kotzt mir langsam wirklich so richtig an. Kann ja nicht mal sein. So. So. Ja, kann ja dieser Mal dieser Grafikfehler jetzt mal aufhören, also wirklich. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir noch? So. Okay. So. So, Coach Fred. Okay. So, dein Motelzimmer. So, was haben wir noch? So. Karre zu verkaufen. Noch irgendwas im Journal. So. So. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Die alte Kiste. Fährt wieder. Hä? Ich weiß nicht, was der Typ jetzt wieder hatte. Ob der wieder Hallos hat oder so.
So, Ausdauer am Arsch, alles am Arsch. Ziel auswählen. Ich will nach Hause. Apartment, dein Zuhause. Jo. Dann ab nach Hause. Vielleicht, wenn wir mal eine Stunde pennen oder so, funktioniert das wieder. Ansonsten kotzt mich das jetzt wirklich gerade an. Weil ich weiß nicht, was dieser Grafikfehler soll. Ist das noch irgendwie gewollt oder nicht gewollt? Weiß ich nicht. So. Ja. So, schlafen gehen. Vielleicht hilft es ja was. Ja. Hoffen wir doch mal. So ein paar Stunden pennen, das uns jetzt helfen. Wir wieder normal sehen und alles. Ansonsten. So. Na, geht doch. So. So. 50 Meter. Judy's Apartment. So. Ab dahin. Dann können wir mal schon mal wieder. Sind wir beim nächsten Auftrag angekommen? So, wir sind mal am Ende dieser Aufnahmesession. Und ihr habt gemerkt, in dieser Aufnahmesession war der Ton auch wieder normal. Es war wieder normal über das Mikrofon und nicht über die Webcam. Über das Webcam-Mikrofon. Und damit sage ich einfach mal bis demnächst. Hannibal bei der nächsten Aufnahmesession von Cyberpunk 2077. Ciao.